In Murau macht sich Holzführerin Doris auf den Weg. Sie muss, wie eigentlich jeden Tag, Holz aus dem steirischen Wald ins Tal befördern. Schon jetzt sei verraten, das ist nichts für schwache Nerven. Aber Doris ist gut gelaunt, wenn sie nur Truck fahren kann. Mein erster Lastwagen, mit dem ich angefangen habe, das war ein MAN. Der liebe kleine graue Maus. Und der war luftgefedert. Und das war, ja, war vielleicht auch meine Anfangsschwierigkeiten vom Fahren her. Aber da hat sich jeder Kehre immer ausgelehnt. Und das war also richtig grauenhaft. Du fährst so um die Kurven und dann lehnt er sich so nach draußen. Und du denkst so, ja, jetzt fällt er um. Aber so schnell fällt er nicht um. Doris ist seit 7 Jahren Holzführerin. Sie fährt einen Mercedes Actros Truck. Ihr Fahrzeug und sie sind übrigens nahezu unzertrennlich. Ich sag immer, du musst ihn spielen, du musst ihn leben. Das geht am besten mit Blattfederung. Jeder andere Lastwagenfahrer wird sich jetzt denken, ja genau, ihr Holzführer. Wir sind eine eigene Spezies. Ja. Also zu mir hat einmal einer gesagt, jeder Holzführer hat ein bisschen einen Knacks, sonst würde er das nicht machen. Und ich bestimmt immer drum mehr, weil ich nicht einmal Mann bin. Dann wird es plötzlich ganz eng auf der Straße. Lieber ungarischer Freund, was tust denn du da mitten in der Pampa? Jetzt ist uns der Straßenstipfel im Weg. Nein. Das ist sicher einer, der noch Navi fährt. Und das Navi sagt einem die kürzeste Route an. Und wenn er das im Winter macht, dann wird er da eine Gaude haben. Das sind dann die, die irgendwo hängen bleiben, wo wir dann mit Schneeketten und Gehupe vorbeifahren. Doris braucht kein Navi und macht sich auch über den Knacks in ihrem Kopf keine Sorgen. Ihr liegt das Holzführen einfach im Blut, so wie ihrer ganzen Familie schon seit Generationen. Meine Großmutter, die ist 1938, ist noch vor dem Krieg, schon Lastwagen gefahren. Mit ihrem eigenen Lastwagen. Mein Vater ist Lastwagenmechaniker gewesen, ein Leben lang. Mein Großvater hat als Lastwagenfahrer angefangen bei der Oma. Und die haben sich dann halt verliebt ineinander und haben dann das Transportunternehmen gemeinsam geführt. Und mein Onkel hat das dann übernommen. Und der ist dann weiterhin mit Milchwagen gefahren und Schotterwagen hat er gehabt. Aber der ist leider vor 30 Jahren dann verunglückt. Auch wenn der tödliche Unfall schon 3 Jahrzehnte zurückliegt, berührt er Doris heute immer noch sehr. Entschuldigung, du darfst jetzt gar nicht nachdenken drüber. Das Holzführen ist für seine Gefährlichkeit bekannt. Ja, sicher, man hört es öfters mit den LKW-Unfällen und dort was gewesen, da was gewesen. Also das kommt schon immer wieder mal vor. Gell? Also ist auch keine Seltenheit, dass ein Holzwagen neben der Straße ankommt und, oder dass der Weg wegbricht. Und also, es gibt da schon alles Mögliche. Und wenn meine Mama dann die Schnapsidee wahrgenommen hat, dass sie Holzführen anfangen, ist sie fast tot umgefallen. Und eben weil ihr Bruder, ein großes Heiligtum, eben verunglückt ist mit dem Lastwagen. Jetzt hat sie damals zu mir gesagt, nein, ich darf nicht zum Holzchen anfangen, weil da stirb ich. Da sag ich, nein, Mama, ich stirb nicht. Heute hat Doris denselben Auftrag wie an jedem anderen Arbeitstag im Jahr. Sie muss Holzstämme einer ihrer Kunden aus dem steirischen Wald laden und abtransportieren. Auch wenn sich das kaum eine Frau als Arbeitsauftrag vorstellen könnte, für Doris ist es genau das Richtige. Also für mich ist ja das, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du mir irgendwo in der Stadt reinschicken würdest. Gell? Und für mich ist Murau schon eine Stadt. Gell? Das ist für mich schrecklich. Da ist mir lieber bei der dritten Kehre rechts, bei der 7. Kurve links und weißt du, da steht ein riesengroßer Eichenbaum und vielleicht noch ein Matadl oder weiß ich nicht. Das sind halt für uns Anhaltspunkte. Gell? Aber nicht irgendwelche Städte und PKWs, denen du alle im Weg bist und jeder hupt dich an von allen Seiten. Und, nein, nichts für meine Nerven. Da bin ich lieber irgendwo allein und hupe einen anderen an.
Das ist unser Kunde. Doris ist bei ihrem Kunden Förster Bernhard angekommen, der ihr den Holzplatz zeigen will und mit ihr dafür in den Wald fährt. Bernhard kennt Doris und ihre Fahrerqualitäten schon seit Jahren. Ganz gewöhnlich findet er ihr Talent allerdings nicht. Ja, das ist auch nicht üblich. Für den richtigen Beruf ist das ja nicht für eine Frau. Nicht? Aber wenn sie auch noch gut anstellt, so wie sie, kannst du was machen. Ja? Okay, jetzt verfolgen wir ihn unauffällig. Schon seit Beginn ihrer Holzführerkarriere kennt Doris Bergstraßen wie diese. Auf die leichte Schulter darf man sie nicht nehmen, denn passieren kann mit dem riesigen Fahrzeug auf diesen engen Wegen allzu leicht etwas. Doch Angst habe ich oft. Aber ich habe das große Glück, ich habe, glaube ich, ganz viel Schutzengel. Ich hoffe nur, dass ich die nicht einmal irgendwann aufbrauche mit allem, was ich einer antue. Also wenn du im Rückspiegel siehst, was der Anhänger für Verrenkungen hinten macht, gell? Oder wenn du wo dann nicht rutscht, was jetzt nicht nach Plan ist. Ich bin auch schon oft vom rechten Weg abgekommen. Also das sind Situationen, aber sowas darf dich nicht unterkriegen. Gell? Bernhard fährt voraus und die Straße wird zusehends enger. Was die beiden suchen, ist ein Wendeplatz für den Holzwagen. Doris vertraut Bernhards Ortskundigkeit. Ist natürlich auch ewig schon Holzlastwagen gefahren und war natürlich schon einer von den alten Hosen, wie ich angefangen habe. Ich mich immer so gefürchtet vor ihm, weil ich immer so Angst gehabt habe, dass er sagt, so, ach Mädels, dich braucht doch da keiner. Aber das war nie so. Der hat mich immer respektiert und wenn der Bernhard gesagt hat, ja, da geht's noch zum Fahren, das geht noch, dann habe ich gewusst, das geht. Wenn der Bernhard gesagt hat, nein, da ist gescheiter, da fahren wir jetzt nicht mehr hin, dann habe ich ihm vertraut und bin eine andere Route gefahren, wie er immer er mir das gesagt hat. Also immer sehr vertrauenswürdig gewesen, auch wenn er oft nicht so ausschaut. Hier ist genug Platz, meint zumindest Förster Bernhard. Der Platz ist aber nur halb so breit, wie der LKW lang ist. Ist das überhaupt zu schaffen beim ersten Versuch? Viele andere Möglichkeiten gibt es nicht. Was in der Stadt maximal in einem Blechschaden enden kann, könnte bei einem falschen Manöver hier mit dem Leben bezahlt werden. Doris muss den Anhänger nah an den Abhang schieben, um später in einem Zug rausfahren zu können. Es muss da mal grundsätzlich jemand sagen, wie das funktionieren kann. Das war mal mit meinem Chef, da sind wir auf eine Partie hingefahren. Da sagt er zu mir, ich soll mich jetzt da herstellen. Er dreht jetzt sein LKW um, stellt seinen Anhänger auf Seiten, schiebt verkehrt zurück rein zum Rundholz und bis er zurück rauskommt, sollte auch ich verkehrt dastehen. Und ich habe mir gedacht, okay, schau halt einmal zu. Und dann hat er dort umgedreht und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich habe jetzt original 10 Minuten Zeit und der steht wieder da. Und wenn ich es in der Zeit nicht schaffe, dass ich auch verkehrt dastehe, passiert gar nichts. Aber er wäre vielleicht enttäuscht von mir und ich mag das nicht, wenn Menschen enttäuscht sind von mir. Also habe ich mich wirklich zusammengerissen und mich bemüht und es hat funktioniert. Und ich war dann natürlich den ganzen Tag nicht mehr zum Bremsen, weil ich so gestreut habe, ich bin fast ausgeflippt vor lauter Freude. Gell? Endlich ist die Holzlagerstelle erreicht und Doris kann mit jener Arbeit beginnen, für die sie eigentlich gekommen ist. Um aber genug Platz für ihre Arbeit zu haben, muss Doris den Anhänger ihres Holzwagens noch etwas, naja, sagen wir, zurechtrücken. Ich habe jetzt meinen Anhänger ein Stückchen auf die Seiten kommen, damit ich da wieder ein bisschen Platz habe, dass ich noch ein wenig zurücksetzen kann und mein Deichsel nicht gleich beleidigt. Und somit können die ersten Baumstämme gefühlvoll auf die Ladefläche gehoben werden. Doris ist im steirischen Wald schon voll dabei, die zum Teil tonnenschweren Holzstämme zu verladen. Die Handfertigkeit, mit der die junge Steirerin ihren Kram bedient, ist beeindruckend. Na, ich habe auch zwei Fußpedale. Das ist also pro Hand jeweils hast du 4 Bewegungen drauf. Und bei den Fußpedalen hast du halt links und rechts eins, das du wippst nach vorne oder nach hinten. Und je öfter und je länger du mit deinem Kran fährst, desto flüssiger soll das Ganze werden. Und es sollte im Endeffekt so werden, als ob das deine Hand ist. Schwierig wird es dann, wie gesagt, ich fahre jetzt schon 8 Jahre mit dem Kran. Würde ich jetzt halt am Chef sein Auto drauf sitzen mit seinem Kran, sitze ich irgendwie der erste Mensch am Kran, weil ich ihn nicht kenne. Der ist anders ausgeschlagen wie meiner, der bewegt sich anders, der hat ein bisschen einen anderen Blickwinkel. Da reichen Kleinigkeiten und du stellst dich an, als ob du noch nie Kran gefahren wärst. Aber
der eigene, da ist alles wurscht, den kennst du, der gehört zu dir. Man wächst mit dem LKW zusammen, man wächst mit dem Kran zusammen. Absolut, ja. Und was noch nicht passt, muss Förster Bernhard schnell mal passend machen. Charmant will der Förster Doris unterstützen. Dieses Service bekommt nicht jeder, schon gar nicht die männlichen Kollegen. Das vorgeben, aber wenn er selber kommt, dann tue ich es eher ein bisschen voneinander führen. Und wenn sie kommt, dann führe ich es eher ein bisschen zusammen. Nicht? Weil die Männer haben mit Zeit zusammengeklappt. Und wenn ich weiß, dass sie kommt, dann reicht das halt elegant her. Nicht? Weil sonst sollten sie schon was oben zur Nummer klappen. Aber ganz schnell geht, werden sie ganz schnell reich, das kannst du vergessen. Nicht? Eigentlich ist sie mit dem Laden fertig, doch da entdeckt die gründliche Doris noch etwas. Ich hätte jetzt gehofft, dass das ein Faserholz ist, dann hätte ich ihn liegen lassen können. Aber leider ist er so blauch und das wäre jetzt unfair dem Kunden gegenüber, wenn ich den jetzt liegen lasse. Also schieben wir ein Stück retour und holen wir den. Das gehört dazu, sonst wäre ich kein guter Holzführer, wenn ich den jetzt liegen lasse. Was Doris nämlich so ganz nebenbei auch noch gemacht hat, ist das Holz im Bloch und Faserholz, also in Holz für die Weiterverarbeitung und Holz für das Sägewerk zu trennen. Wenn du deinen ersten Zug selber loderst, Horror. Das dauert, glaube ich, 2 Stunden, die schönsten Bloch. Das ist brutal und der Fuß schaut irgendwie aus. Also nicht zum Herzen, du schaumst dich furchtbar auf der Straße und im Sägewerk, aber du bist doch stolz, dass du das aufgebracht hast. Und dann mit den Jahren lernst du das. Ja, gelernt. Du musst eh selber reinwachsen lernen. Lernen kannst du eh nichts. Nicht? Das ist, vor allem kannst du ein bisschen erklären und ein bisschen sagen so und du bleibst da hängen stehen oder du legst deine Ketten auf, aber direkt reinwachsen musst du selber, weil sonst funktioniert das eh nicht. Nun beginnt der gefährlichste Teil der Arbeit. Die vollbeladene Talfahrt. Gewissenhaft hat Doris ihre 40-Tonnen-Ladung nicht gesichert. Im Wald, direkt auf einer Forststraße, wirst du keinen Holz-LKW finden, der seine Ladung sichert. Und aus dem Grund sollte irgendwas daneben gehen. Und es kann immer wieder was daneben gehen, dann ist es von Vorteil, wenn dein Anhänger immer schiefer wird, dass er seine Ladung verliert. Weil dann könntest du das Glück haben, dass du mit deinem LKW noch am Weg stehen bleibst und dass dir und deinem LKW nichts passiert. Der Anhänger ist Nebensache, dann passiert so oder so nicht viel. Geh da zu mich und um einen LKW. Und hätte aber dann meine Ladung schon gesichert, dann kann passieren, dass meine Gurten nicht reißen. Und dann kann natürlich sein, dass mich der volle Anhänger mit runterzieht in den Abgrund. Und ja, hat auch schon Tote gegeben bei so Blödsinn. Und als wäre das noch nicht spannend genug, kommt jetzt auch noch Gegenverkehr. Oh, da meine Güte, da kommt einer mit einem Bagger. Das ist jetzt nicht sehr optimal. Vollbeladen lenkt Doris ihren 40-Tonnen Holzwagen vom Berg, als ihr plötzlich ein ebenfalls beladener LKW entgegenkommt. Er ist beladen, ich bin beladen. Wenn du mit einem Holzwagen halt zusammenschaust, dann schiebt im Normalfall der zurück, der leer ist. Aber wenn zwei Beladen nicht zusammenschauen, ist das immer ein bisschen blöd. Der muss jetzt den Stich weg verkehrt einschieben, damit wir oben können. Aber Kollege macht das super. Geht sich aus? Genug. Heftig, reicht so, danke. Wenn die Forststraße dann erstmal frei ist, dann kommt Doris so richtig in Fahrt und hat auch ihre kleinen Tricks, wie sie die Kurve kratzt, wenn mal nicht so viel Platz ist. Du fährst ihn halt mit der richtigen Geschwindigkeit an, gibst ihm im letzten Moment einen Teil mit der Motorbremsen und so richtig in der Kurve und dann kommt der Anhänger von hinten, schiebt er ihn vom LKW ein Stückchen nach und du schmierst um die Kurven um, als ob es so gehört. Schaut lässig aus, aber überschätzen darfst du auch nicht. Nach einer spannenden Abfahrt erreicht Doris den Hof von Förster Bernhard. Nun ist noch ein wenig Papierkram zu erledigen. Dabei sagt man wie immer der Familie Grüß Gott. Hallo! Du, heute haben wir einen Zirkus aufgenommen. Ich habe das Gebirge gefunden. Ja, hallo! Ja, Gott sei Dank. Hallo, da draußen sind es keiner auf wie du. Fleißig beim Fahren. Ne? Ich sag, da draußen sind es keiner auf mehr wie du. Ja. Ja. Ey, der Bernhard auch nicht mehr, gell? Ja, nicht mehr, nein. Ich weiß nicht. Mein Sohn ist ein begeisterter LKW-Fahrer, aber er kann es nicht besser wie sie. Der ist 13 Jahre mit Holz gefahren, aber
Die Dame macht das mindestens so gut. Muss ich gratulieren. Den Mut muss haben, da mit dem Hänger ins Gebirge und mit, unter schwierigsten Bedingungen wieder gut rüberkommen. Ist keine Selbstverständlichkeit. Ne? Doris macht sich gut in einem Job, der sie nicht nur täglich herausfordert, sondern ihr auch noch wirklich Spaß macht. Beweisen muss sich die Frau in einer so männlich besetzten Branche wie die der Holzführer natürlich trotzdem. Also Schwäche zeigen darfst du in dem Beruf nicht. Das kannst du nicht leisten, gell? Dass du jetzt irgendwo stehst und dass du die Tränen runterholen, gell, weil du jetzt fertig bist. Nein, da darf dich keiner sehen dabei. Gell? Es gibt Situationen, wo da echt zum Rennen wäre, gell? Aber nein, wenn da wer neben ist, dann glaube ich, da musst du so viel deinen Mann stehen, dass du sagst, nein, das, mir ruht jetzt keine Tränen runter. Gell? Und vor allem, weil ich nicht wollte, dass ich so, oh, das Mädchen. Ich bin kein Mädchen. Das, ja, ich schaue nur aus wie eins. Also ich finde immer, es ist total wichtig, unter der Woche dürfen wir uns von einem Mann nicht dann erkennen. Gell? Also wir müssen denken wie ein Mann, wir müssen arbeiten wie ein Mann. Aber Feierabend, wenn du den Losgang abstößt, dann, Gott bewahre, dann müssen wir schon noch Frauen sein. Gell? Für Doris und ihren Truck geht ein anstrengender Tag zu Ende und einer von den beiden braucht dringend Entspannung. Wir laden das jetzt noch geschwind ab, stellen den LKW auf die Seiten, weil er braucht schließlich seine Nachtruhe für das, dass er super Leistung heute gehabt hat. Und morgen in der Früh wecken wir wieder auf und dann geht's weiter.